Jetzt kann man sich bei Freebooters auch noch beamen. Und der Torwächter hat so ein Beamportal auf dem Rücken. Hallo Leute, heute schauen wir uns mal die Schattentore und den Torwächter für die Schattenfraktion von Freebooters Fate an. Mit Sicherheit auch für diverse interessant, die die Schatten nicht spielen, um herauszufinden, was hat es überhaupt damit auf sich und was kommt auf mich zu, wenn ich gegen jemanden spiele, der mit sowas auf den Tisch kommt. Die ganze Sache ist relativ spannend und interessant. Es bringt eine neue Mechanik mit rein, weil man zwischen den Schattentoren ja eigentlich hin und her springen kann. Aber bevor wir jetzt näher auf die Profile und die Fähigkeiten und die Mechanik eingehen, schauen wir uns erstmal die Blister an, was da so drin ist. Und wir gucken zuerst mal in den Blister von den Schattentoren rein. In dem Blister sind zwei Schattentore drin und wir haben die Karten, da sind zweimal die Karten auf Deutsch, zweimal die Karten auf Englisch und die Karten sind praktisch alle identisch, damit man für jedes Tor eine Karte hat. Wir haben die Plastikbase wie üblich und die Schattentore bestehen jeweils eigentlich nur aus zwei Teilen und das eine ist die Base, das andere ist das Tor selber. Komplett aus Kunststoff alles und ja, die Tore sehen sehr unterschiedlich aus, das finde ich schön, damit man die auch unterscheiden kann, nämlich einmal eine ja, noch recht solide Tür mit Türklinke, wo alles noch dran ist und alles in Ordnung. Und das andere Tor, ja, das schwebt da nur noch so in Einzelteilen schon fast vor sich hin. Aber zum Durchschreiten reicht es offensichtlich. Recht gelungen, wie ich finde. Und ich glaube, das sieht auf der Platte eigentlich auch ganz gut aus, wenn man da mit so einem Schattentor. Dann werfen direkt noch einen Blick bei dem Torwächter rein. Und hier haben wir die üblichen Karten, die Plastikbase dabei und das Modell besteht aus drei Teilen und im Endeffekt besteht der Torwächter aus nichts weiter als einem armen Gerippe mit Hut auf, das eine sehr, sehr schwere Tür auf den Schultern trägt. Wir haben den Torwächter an sich, also den Oberkörper und den Unterkörper, wie er so gebeugt da steht oder läuft und dann haben wir als zweites Teil diese riesengroße Tür, die ihm praktisch auf den Rücken geladen wird und dann hat man noch den Kopf. Beim Zusammenbauen, ich musste so ein bisschen gucken, wie genau kommt die Tür jetzt da drauf, aber als ich die richtige Position gefunden habe, war es eigentlich ganz einfach, alles easy dann. Ja, ein ziemlich runtergekommener Torwächter ist es, also diese schwere große Tür, wo auch noch ein paar Backsteine so gerade in diesem Nebel wabernd und er steht da drunter und muss dieses wirklich, wirklich schwere Ding tragen. Das spiegelt sich auch ziemlich gut in dem ganzen Profil wieder. Bevor wir jetzt aber zu dem Profil von dem Torwächter kommen, möchte ich mal kurz erklären, wie die Schattentore überhaupt funktionieren. Dann kann man den Torwächter auch ein bisschen besser verstehen, was der kann. Und die Schattentore, die haben ja, also da gibt es ein paar Sachen, so mehrere kleine Mechaniken und Regeln, die man beachten sollte. Ich sage jetzt einfach nur mal ganz grob, dass das Schattentor eine sehr große Ausrüstung ist, dass man das zum Anfang des Spiels für 10 Dublonen mit anheuern kann und dann kann man es zum Anfang des Spiels platzieren oder einem anderen Charakter geben, der das dann mit sich schleppt. Aber das Schattentor hat Abschleppen 4, das bedeutet, dass der Charakter sich nur 4 Zentimeter bewegen darf. Und mit Lastenträger könnte man das nochmal die Bewegung um 2 erweitern. Dann wäre man bei 6, was auch immer noch sehr, sehr wenig ist. Aber wenn man bedenkt, wie das Schattentor funktioniert, macht das schon Sinn, dass das hart limitiert ist. Theoretisch ist es, glaube ich, sinnvoll, also deswegen ist es ja auch wichtig, dass man 2 Schattentore in dem Paket hat, weil man da hin und her reist. Und dann denke ich, könnte man das eine in der Aufstellungszone stellen und das andere gibt man dann jemanden, der versucht, das irgendwo hinzubringen. Oder je nachdem, wie groß die Aufstellungszone ist. Es gibt ja auch bei Heilpflanzen zum Beispiel die Aufstellungszonen, die gegenüberliegend sind. Da wäre es natürlich auch richtig cool, so ein Schattentor in beiden Aufstellungszonen zu haben.
und da hin und her reisen zu können. Vor allem, weil der Gegner auch noch sehr weit von den Aufstellungszonen entfernt ist. Da kann ich es mir auch gut vorstellen. Also das Schattentor, die Bewegung, der Transport, das Beamen funktioniert wie folgt. Man geht mit einer Bewegung in Base-Kontakt mit dem Schattenmachttor und stellt sich dann mit einem anderen Schattenmachttor direkt auch in Base-Kontakt und kann von da aus seine Bewegung beenden. Man kann keinen Sturmangriff durchmachen, man kann nicht durchgucken, man kann praktisch nur diese Bewegung da durchmachen, aber man kann hinterher gegebenenfalls noch eine Aktion machen. Also wenn man da jetzt durchgeht und schießt, das ist durchaus möglich. Außerdem kann man mit dem Schattentor noch andere abgefahrene Sachen machen. Da gibt es praktisch Mannschaftsausrüstung, nennen die sich, die man auf die Mannschaft nimmt und damit kann man seine Schattentore, ja, ich sag mal, verbessern, aufwerten. Und zwar gibt es da das Nebeltor. Dann kann man nicht nur zwischen den Schattentoren hin und her reisen, sondern auch, wenn man so eine Nebelbombe irgendwo hat von einem Charakter, der kann so Nebelbomben werfen und dann kann man da auch hin und her reisen. Dann gibt es die Schattenquelle und das Dimensionstor noch und bei dem einen kriegt man jede Runde einen Schattenmacht hinzu und bei dem anderen kann man in Base-Kontakt Schemen beschwören. Also das sind alles drei nochmal Sachen, die man in seiner Liste einarbeiten kann und dann kann die Liste auch ganz anders funktionieren. Also dieses Schattentor gibt wirklich sehr, sehr viele Optionen. Und gerade in Hinsicht darauf, dass man ja mit Schemen Charaktere zurückholt, kann man die Wege, die die Schemen zurücksetzen wollen müssen, natürlich sehr verkürzen. Und dann auch noch mit der Option, dass Charaktere da Schemen erschaffen können, richtig krass. Aber keine Sorge für alle Nicht-Schattenspieler, so ein Schattentor ist auch nicht unzerstörbar. Es hat 10 Leben und einen Widerstand von 4 und ist wehrlos. Also könnt ihr da einfach draufballern und bei Widerstand 4, das ist natürlich verhältnismäßig viel, sag ich jetzt mal, aber da das sonst keine Fähigkeiten hat und nichts, man kann ja auch mal mit dem Sturmangriff ran, dann wird das wohl, ja, ich sag mal, nach 2 Attacken sieht's schon mau aus für so ein Schattentor. Bedeutet für die Schattenspieler natürlich auch, dass die das gut platzieren müssen und nicht einfach offensiv nach vorne stellen können und dann ja, ihre ganzen Leute immer wieder nach vorne schicken, hinten verbinden oder was weiß ich. Also ganz so krass ist es dann doch nicht. Man muss da schon ein bisschen aufpassen auf das Schattentor. Und es kostet ja auch zumindest ein bisschen was. Aber ich denke, das ist eine Sache, da muss man gucken, wie baut man seine Liste. Davon ist es, glaube ich, sehr abhängig, ob man mit einem Schattentor spielen möchte oder auch nicht. Welches Szenario spielt man? Ich muss sagen, ich habe die Schatten zwar jetzt ein paar Mal gespielt, habe mit den Schattentoren noch keine Erfahrung gesammelt, aber spätestens nach diesem Video werde ich das mal machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr grundsätzlich von dieser Mechanik des Transports über die Karte, potenziellen Transports, man muss die Tore ja erstmal aufstellen, irgendwie was ihr davon haltet. Habt ihr das Gefühl, das verändert das Spiel total und macht es kaputt? Oder würdet ihr eher sagen, das ist eine Mechanik, die zu den Schatten halt dazugehört? Und da ja die Schatten auch noch andere Mechaniken haben, wenig Leben, sich mit diesen Schemen verbinden müssen und so weiter und so fort, ist es eigentlich eine tolle Ergänzung, die man da ruhig mit einbauen kann. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Torwächter. Wir gucken uns erstmal die Basics an. Für 80 Dublonen kriegt man eine Bewegung von 6. Das ist natürlich sehr mau, aber wie ich schon erklärt hatte, das Schattentor bewegt man mit nur 4 cm und wenn man Lastenträger ist, dann hat man 6. Also ist es insofern schon sinnvoll, dass der Torwächter jetzt nicht plötzlich, obwohl er auch noch so ein mageres Gerippe ist, mit so einem Tor viel, viel schneller laufen kann als alle anderen. Angriff und Verteidigung wie gehabt. Die Stärke ist wiederum interessant. Er setzt dieses Tor, was er auf dem Rücken hat, als Nahkampfwaffe ein, ist damit ungenau, hat aber eine Stärke von 9 und ein Schild. Das ist in meinen Augen eine total kranke, abgefahrene Kombination. Also er hat ein Schild, was ihn ziemlich tanky macht. Was gut ist, weil für 80 Dublonen ist es schon irgendwie schön, wenn er da irgendwie ein bisschen was ab kann. Er hat eine Stärke 9, was super stark ist. Wenn ich mir vorstelle, dass er einen Sturmangriff macht, mit 12 cm natürlich nur, dann haut das natürlich richtig hart rein. Aber dadurch, dass es wieder ungenau ist,
was thematisch in meinen Augen irgendwie angemessen ist, wenn man mit so einer Tür auf dem Rücken irgendwie versucht zuzuschlagen. Ja, das schmälert diese Stärke 9 schon wieder. Aber trotzdem finde ich die Kombination zweihändig, Stärke 9, Schild, ungenau, finde ich total abgefahren. Richtig cool irgendwie. Also das ist auch ein bisschen das, was Freebooters ausmacht. Es ist alles so ein bisschen, es sorgt dafür, dass es witzig ist und unvorhersehbare Sachen passieren. Zum Beispiel, dass man auf 10 cm einen Stärke 11 Angriff mit einem Sturmangriff macht. Und dann ist es ungenau, man schlägt mit so einer Tür zu. Witzig. Ja, Widerstand hat der Torwächter nur 3. Und der Torwächter bringt einen Schattenmachtpunkt mit, wenn er reinkommt. Der Torwächter hat 7 Leben und Mut 6. Das ist, glaube ich, also was heißt glaube ich? Es ist ganz normal bei Schatten. Da ist nichts Überraschendes mit dabei. Nun kommen wir noch zu seinen weiteren Fähigkeiten. Und dazu sei erstmal gesagt, also er hat dieses Schattentor auf dem Rücken und er kann es nicht platzieren, sondern es ist sowas wie ein mobiles Schattentor. Das heißt, wenn ein anderer Charakter in ein Schattentor reingeht und bei dem Torwächter rauskommt, dann stellt er sich in Base-Kontakt mit dem Torwächter. Das heißt, man hat so ein mobiles Schattentor, was da die ganze Zeit über die Karte läuft und sich so immer so ein bisschen neu positionieren kann. Er ist natürlich sehr langsam, läuft so ein bisschen hinterher, aber dass der in vorderster Reihe steht, das macht auch irgendwie in meinen Augen jetzt nicht so super viel Sinn. Vor allem wäre das ja blöd, wenn man mit den ersten ein, zwei Runden dieses Schattentor voll nach vorne schiebt und dann da alle Schatten rauskommen lässt. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen OP. Aber so kann man das Schattentor über das Spiel so langsam nach vorne bringen. Insbesondere mit Markern kann das natürlich sehr, sehr krass sein. Der Torwächter kann nicht mit dem Schattentor interagieren, also er kann nicht selber durchgehen oder er kann nicht selber Schemen da herausbeschwören. Das sei so zu dem Schattentor gesagt, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Er ist Lastenträger, das impliziert ja, dass er dann 6 cm überhaupt laufen kann. Er hat skelettiert, was ich eine sehr, sehr witzige Fähigkeit finde. Wenn bei einer Kampfermittlung ein Totenkopf mit dabei ist, dann hat man die Möglichkeit, wenn man möchte, die Karten zu tauschen. Und wenn 2 Totenköpfe dabei sind, kann der Gegner aussuchen, ob er tauscht. Das führt natürlich zu den witzigsten Situationen. Ist in meinen Augen jetzt nicht super stark, aber so einen kleinen Bonus bringt das ja schon. Also einen kleinen, aber nur, ne? Weil kann ja auch schlecht ausgehen, wenn da 2 Totenköpfe drauf sind. Er hat noch Sturkopf, was man ja kennt von den Schatten, damit die ein bisschen gegen Loas gefeit sind. Gerade der Loa, der 2 Schaden direkt macht, das haut bei den Schatten natürlich immer extra hart rein. Und dann finde ich das gut, dass der Beschwörer da auch eine Blutschuld von 2 davon trägt. Der Torwächter kann außerdem noch Schattenmachtpunkte ausgeben, um seine Bewegung zu erhöhen. Und das ist natürlich richtig abgefahren. Und dann wird es nämlich interessant, für einen Schattenmachtpunkt kann er seine Bewegung nämlich um plus 2 oder sogar um plus 4 erhöhen. Und dann ist er auf 10 cm. Und jetzt ist natürlich die Sache, das kann dann schon sehr, sehr stark sein. Aber ist auch sehr abhängig davon, wann man den bewegt, wie man das Schattentor benutzt, wo ist das andere Schattenmachtor, wie ist das Szenario, wie reagiert der Gegner darauf. Ich kann jetzt nicht sagen, ist es OP, ist es super stark. Ich glaube, das ist sehr abhängig davon, wie die Situation auch so ist. Er kann seinen Widerstand erhöhen, und zwar um plus 1, plus 2 für einen Schattenmacht, was ich auch ziemlich gut finde, weil er kostet ja 80 Dublonen und eigentlich, ja, er könnte Schaden machen, aber im Grunde ist er doch nichts anderes als ein laufendes Schattenmachttor für 80 Dublonen und das ist schon ziemlich teuer. Also man kann nicht erwarten, dass er jetzt groß Schaden macht oder sonst irgendwie aktiv auf das Spielgeschehen eingeht. Wenn man das Schattenmachttor nicht sinnvoll einsetzt, dann hat man hier 80 Dublonen, die in dem ganzen Spiel wahrscheinlich nicht ganz so viel reißen. Natürlich, Stärke 9 mit ungenau, das kann schon mal hinhauen, aber wenn man jemanden möchte, der Schaden macht, dann kann man, glaube ich, ganz andere Modelle mitnehmen, die mehr Schaden machen und günstiger sind. Oder viel, viel mehr reißen können und genauso viel kosten. Die letzte Fähigkeit finde ich aber extrem interessant und das ist Aura der Regeneration 1. Und zwar innerhalb von einem Umkreis von 10 cm, also
10 cm Radius. Man hat also 20 cm und da drinne werden alle geheilt. Und das ist für die Schatten natürlich extrem viel wert, weil die ja eh nur 5 bis 7 Leben haben im Normalfall. Und da ist eine Regeneration von 1 schon ziemlich cool. Es passiert natürlich sehr, sehr oft, dass ja ein Schatten direkt aus dem Leben geknüppelt wird mit 5 oder 6 Leben, dass der beim ersten Angriff schon tot ist. Und selbst wenn er den ersten Angriff überlebt und der Torwächter ist in Reichweite, ja, dann heilt er um 1, weiß man nicht, ob dem Schatten das dann hilft, länger zu überleben. Aber trotzdem finde ich die Fähigkeit sehr interessant. Das ist eine ziemlich coole Support-Fähigkeit noch, die ihn irgendwie nochmal ein bisschen aufwertet. Und selbst wenn man diese Option mit dem mobilen Schattentor jetzt nicht ganz so gut einsetzen kann, dann hat er die Regeneration und diesen starken, potenziell starken, muss man ja einfach sagen, Angriff. Also ich könnte mir vorstellen, mit Unterstützung oder einer Karte, die das nochmal boostet oder irgendwas, da kann man vielleicht schon eher mal was reißen, als dass man sich auf diese ungenau verlässt. Aber wenn er natürlich angegriffen wird, kann er gut verteidigen, wegen dem Schild, wegen dem erhöhten Widerstand und dann zurückhauen. Das sollte der Gegner sich natürlich überlegen. Ich denke, der starke Angriff ist defensiv ein bisschen besser als offensiv. Und die Regeneration ebenso. Defensiv besser als offensiv. Also ich werde den Torwächter auf jeden Fall demnächst mal spielen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt, denn ganz ehrlich, gebt mir immer so ein Fazit ab, ob meine persönliche Meinung ist, dass die Figur die Dublonen wert ist. Ich würde sagen, 10 Dublonen für so ein Schattentor, beziehungsweise es sind ja 20 Minimum, damit man 2 positionieren kann. Das ist schon irgendwie ganz cool. Bringt natürlich die Prämisse mit, dass man irgendein Modell opfern muss, das dann da langsam über die Karte krüppelt und das Schattentor transportiert. Aber grundsätzlich, glaube ich, für 20 Dublonen kann man mit den Schattentoren schon was Geiles anfangen. Aber der Torwächter, 80 Dublonen, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es wird ja durchaus berechnet sein, wie viel der kostet. Und das hat sich der Werner nicht aus den Fingern gezogen. Aber ist er das wert? Kann er das rausholen? Ich glaube, das ist sehr situativ und schwierig. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr diese Mechanik mit den Schattentoren mal ausprobieren wollt, dann schaut doch im SideQuest-Store vorbei, holt euch ein Paket Schattentore und den Torwächter dazu, der eigentlich auch nur Sinn macht, wenn man die Schattentore hat. Und holt euch die Boxen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.